meines wunderbaren Freundschaftsreisetagebuches. Wir sind heute die Küste hochgefahren und zuerst haben wir einen Zwischenstopp am Wasser gemacht und haben auf einen Baumstamm Steine geworfen. Haben einen Zwischenstopp am Wasser gemacht, haben Wasserfälle erkundet. Besser geht's ja gar nicht. Wirklich? Das will man mehr. Das ist noch besser als der andere Ausblick. Ja. Und dann haben wir einen Zwischenstopp im Wasser gemacht und haben einen großen Leuchtturm uns angeguckt. Was gibt's hier? Ich hab schon gesehen. Was gibt's hier zu sehen? Nimm mal die Hand weg. Was gibt's hier? Ekelhaft sowas. Das darf hier nicht sein. Sonnenuntergang, geil, aber es sieht auch richtig schön aus, ne? Boah, besser als die Collins Crowd. Geil, guck mal. Dann sind wir weitergefahren. Dann haben wir einen Zwischenstopp am Wasser gemacht und haben Snacks probiert, die Schalte schon geschmeckt haben. Welcome to Snack Zone. Heute haben wir hier die Sour Punch Bites. Sehen super gut aus. Und diese Gesichter. Ja, ich mach die mal auf. Sieht aus wie so eine Nudel. Hier. Doch, wie klar. Mhm. Gar nicht so sauer. Mhm. Nicht so sauer, wie ich gedacht habe. Eigentlich überhaupt gar nicht sauer. Ein bisschen. Ja, aber nicht so viel. Ich würde sagen, das ist eine 8 von 10. Ja. Ich würde sagen, es ist eine 3,5 von 10. Also ist, ich finde, sie schmecken, aber sie sind nicht sauer. Es ist wirklich eine 4. Sie schmecken, aber jedes andere Gummibärchen, was ich gegessen habe, ist besser. Ja. Ist okay. Dann haben wir einen Zwischenstopp am Wasser gemacht und sind in den Kodasee gesprungen. Haben wir keinen Zwischenstopp mehr gemacht am Wasser, sondern sind essen gegangen. Also nicht essen, sondern sind zurück nach Hause gegangen und haben dort gegessen. Und dann war es das mit dem Tag. Bis morgen, mein wundervolles Freundschaftsreisetagebuch. Oh, das hat gut getan.